In der VLN-Langstreckenmeisterschaft wird nicht nur um Punkte und Titel gefahren, sondern auch für den guten Zweck. Timboli Racing engagiert sich zum Beispiel für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe und sammelt Geld dafür. Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt 9.000 Euro zusammen. Wir sind uns sicher, einige Aktionen laufen noch, unter anderem der Josh Schmitz mit seiner Posteraktion. Der hat, glaube ich, jeden Rennfahrer, der in diesem Jahr hier oben gefahren ist, auf diesem Poster drauf. Das geht in eBay, wird versteigert. Da kommt nochmal die Hälfte aus dem Erlös. Also ich denke, wir werden die 10.000 Euro schaffen und dann im nächsten Jahr da anfangen, wo wir dieses Jahr aufgehört haben. Auch der spektakuläre Ford GT von Jürgen Ahlsen Motorsport ist für das Saisonfinale der VLN noch einmal gemeldet. Es wabern Gerüchte durch die Motorsportszene, es sei das letzte Mal, der Wagen würde verkauft. Der Teamchef kennt darauf nur eine Antwort. Nein, es geht definitiv weiter. Gar keine Frage. Das Projekt hat gerade erst begonnen und das Auto macht riesig Spaß. Das ist eine Herausforderung und warum sollen wir es jetzt einstampfen? Um Gottes Willen, nee, es geht weiter. Allein das Wetter am Renntag spielt allen einen Streich. Schade nicht nur für die GT-Fans. Damit heißt der letzte Rennsieger der VLN 2012 in der Gesamtwertung Black Falcon. Auch weil man den Mercedes SLS ausnahmsweise bei Lauf 9 mit sehr prominenten Ex-DTM-Fahrern besetzt hat. DTM-Rekordchampion Bernd Schneider ist zum Beispiel mit dabei. Wir sind ja ein Team, was jetzt nicht immer von der Fahrerpaarung immer nur Profis beschäftigt, sondern wir haben halt sehr viele Amateure, gute, schnelle Amateure. Bei dem Rennen haben wir aber gesagt, wir wollen noch einmal schauen, dass wir dieses Jahr auch ganz oben auf dem Treppchen stehen. Das hat geklappt, auf Anhieb sogar. Das war natürlich also in der Langstrecke sicherlich der tollste Moment. Der Start der ersten Gruppe beim 9. Lauf der Saison. Aufgrund von Strafen, weil Flaggen im Qualifying negiert wurden, ist die Startreihenfolge etwas durcheinander gewirbelt. Jeroen Bleeke-Molin im SLS mit der Startnummer 2, auf Startplatz 8 ins Rennen gegangen, fährt schnell nach vorne. Der gelb lackierte Timboli Porsche GT3 R 997 mit Seefried Ziedler und Henna Ritschi als Fahrer hat die Spitze ausgangs des sogenannten Haukakens übernommen, vor der schnellsten Frikadelle der Welt mit Abelen, Schmitz, Brück und Huismann und dem Rover Racing SLS mit Hartung, Bullitt und Bastian. Bleeke-Molin fegt durchs Feld, ist nicht aufzuhalten von der Konkurrenz. Der in Führung liegende Timboli Porsche leidet Ende der 7. Runde einen Reifenschaden, später ebenso der SLS mit Hartung, Bullitt und Bastian. Der Frikadelli Porsche ist in einen Unfall verwickelt, später ebenfalls der SLS mit Rehfeld, Seifert und Engel. Bleeke-Molin kann in der 14. Runde die Führung übernehmen. Bernd Schneider übernimmt, wird vom Mantai Porsche mit Krumbach, Dumas und Bernhard am Steuer in der Folge gnadenlos gejagt. Timo Bernhard legt in der Schlussstunde eine 8 Minuten 12 Runde hin, aber der Vorsprung von Schneider wird kaum kleiner. Vor 22 Jahren hat er hier zum letzten Mal gewonnen. Bleeke-Molin noch nie in der Gesamtwertung. Ich wusste, dass der Timo kommt, deswegen haben die Jungs mir gesagt, die haben gesagt, jetzt gibt man noch mal richtig Gas hinten raus, ist der Mantai Porsche immer schnell. Und deswegen habe ich versucht, gar nicht den so nah rankommen zu lassen. Erfolgreichstes Mercedes-Team der Saison ist aber Rover Racing. Beim 5. Saisonlauf gibt es den knappsten Sieg in der VLN 2012 mit gerade einmal 33 Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem Mantai Porsche. Alexander Roloff wird in einem grandiosen Finale rundenlang von Porsche-Werksfahrer Marc Lieb gejagt, hält dem Druck zur Überraschung aller Stand in einem Duell auf höchstem Niveau mit Qualifying-Zeiten. Fahren am Anschlag, der Höhepunkt eines mitreißenden, fantastischen Rennens. Teamchef Michael Zehe und Mitfahrer Jan Seifert sind aus dem Häuschen nach einer wahren Nervenschlacht. Der erste Sieg, als Alex Roloff sich die letzten beiden Runden da mit Marc Lieb duelliert hat, das war natürlich auch für die VLN-Saison generell ein echtes Highlight. Man sieht es auch, wenn man sich in YouTube die Klicks ansieht, sowohl was aus der Sicht von Marc Lieb heraus, dann was man gesehen hat, als auch bei uns aus der Onboard. Also die letzten beiden Runden, das war schon Rennsport pur, das war schon vom Sport her ein super Highlight, ganz klar. Zu Beginn des Rennens hat Marc Lieb die Pole. Jan Seifert schnappt sich Lieb aber schon vor der ersten Kurve, von 4 kommend.
Ein Zweikampf, der sich über das gesamte Rennen hinzieht, auch nach den Fahrerwechseln. Es gibt ständige Führungswechsel auf der Strecke. Am Ende zeigt Alexander Roloff Nerven aus Stahl und bringt den Rowe-Sieg nach Hause, wenn auch nur knapp. Eine hauchdünne Entscheidung. Das Rennen hat eigentlich zwei Sieger verdient. War natürlich ein harter Fight. Die Döttinger Höhe ist echt lang und wir haben uns echt die letzten Runden hart duelliert, aber wir haben es geschafft und sind super glücklich. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Jan echt eine super Vorarbeit gemacht hat und ich habe es irgendwie noch nach Hause gebracht. Die letzten paar Runden waren schon volle Attacke. Wir wussten, wir kriegen geschafft, können es nur schaffen, wenn wir unter 8,20 permanent fahren und es war wie Qualifying. Also ich habe wirklich viel riskiert, auch im Verkehr. Und in der letzten Runde, bevor der Alex wieder rausgekommen ist, war dann noch eine große Gelbphase, habe ich Zeit verloren, ansonsten hätte es wahrscheinlich noch gereicht. Rowe brennt auch beim 7. Saisonlauf ein Feuerwerk ab. Es ist das Saisonhighlight der VLN, das 6 Stunden ADAC Ruhrpokalrennen. Michael Zehe, Jan Seifert und Thomas Jäger warten gespannt auf die Zieldurchfahrt. Am Ende sind es 50 Sekunden Vorsprung, mit denen Alexander Roloff den Mercedes SLS ins Ziel bringt. Mit einer zurückgelegten Distanz von 42 Runden stellen die Sieger den aktuellen Distanzrekord beim 6-Stunden-Rennen ein, der 2010 erzielt wurde. 1023,498 Kilometer. Aber sie waren bis dahin die schnellsten. Rowe Racing hat aber auch viel Pech. Klaus Graf scheidet beispielsweise beim 3. Saisonlauf in Führung liegend beim Überrunden aus. Dazu verhindern Reifenschäden mögliche weitere Gesamtsiege. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in jedem Rennen siegfähig ist. Für die Konkurrenz gilt, Rowe Racing muss erst einmal geschlagen werden. Ergebnis einer tollen Entwicklung in den letzten Jahren, die auch 2013 fortgeführt werden soll. Wir werden wieder mit zwei Autos bei der VLN fahren. Wir haben auch schon das Team für die 24 Stunden. Ich sag mal, zu 99% wird es so aussehen wie in diesem Jahr. Also wir sind da sehr zufrieden mit den Fahrern, auch mit ihrem Wesen, wie sie sich einbringen in das Team. Das gilt für Profis und für die Amateure. Ich denke mal, die beiden Autos werden größtenteils mit der Besetzung fahren. Vielleicht kommt auch Ex-Skispringer Sven Hannawald dazu. Der Vierschanzentourneesieger ist beim 7. Saisonlauf Gast von Rowe und hat Blut geleckt. Also ich möchte auf jeden Fall mal hier Rennen fahren, bei welcher Serie es ist, ob es VLN ist, ob es mal irgendwann ein 24-Stunden-Rennen ist. Das weiß ich noch nicht. Ich habe mein Ziel, dass ich da einfach mal Rennen fahren möchte. In puncto Saisonsiegen auf Augenhöhe mit Mercedes, Audi mit dem R8 LMS Ultra. Einer konsequenten Weiterentwicklung des Vorgängermodells. Der Ultra ist leichter, deutlich besser im Spritverbrauch und bei der Aerodynamik hat zudem ein merklich besseres Handling und eine bessere Balance. Wie im Mercedes-Lager sind zwei Teams verantwortlich für insgesamt 3 Saisonsiege. Und ebenso wie bei Mercedes kommen diese erst nach dem 24-Stunden-Rennen. Wir können da höchst zufrieden sein. Es war jetzt bisher unsere erfolgreichste Saison hier auf der Nordschleife. Wir haben 9 Podiumsplätze erzielt und davon 3 ganz oben. Und das macht uns natürlich schon stolz. Der Start zum 6. Saisonlauf bringt ein Novum. Erstmals gibt es eine Führung für einen McLaren. Der Motorsport hat nach vielen Problemen endlich das ersehnte Lebenszeichen gesetzt, von Startplatz 2 aus. Das ist so ein bisschen Historie, also mit dem McLaren hier mal 5 Runden die Pace machen, Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir hatten anfangs einen sehr guten Reifen, das konnte ich nutzen. Ich bin sofort am Peak gefahren, also an der Leistungshöchstgrenze des Reifens. Ja, und dann sieht man, was mit dem Auto geht. Jetzt müsste die Mannschaft noch ein bisschen nachbessern. Aber nach dem holprigen Start, den wir hatten, einfach ein tolles Feedback an die Mannschaft. Und ja, es funktioniert. Den Sieg holt sich aber erneut Phoenix Racing, wie schon im 4. Lauf der Saison. Diesmal am Steuer Marc Bazin und Frank Stippler. Die sind von Startplatz 12 aus ins Rennen gegangen und zeigen einen ungeheuren Speed und einen fehlerfreien Lauf. Beim ersten Boxenstopp liegen Bazin Stippler bereits auf Rang 2 hinter dem Mantai Porsche mit Jochen Krumbach und Romain Dumas. Die haben die Führung von Kai Riemer übernommen. Bazin und Stippler sind absolute Nordschleifen-Cracks. Beide zeichnen sich durch eine ungeheure Ruhe und viel Übersicht auf der Rennstrecke aus. Ein kongeniales Duo, das in diesem Rennen nicht zu stoppen ist. Das muss auch die Rowe-Mannschaft mit Teamchef Michael Zehe feststellen. Der Audi fliegt unaufhaltsam
am topbesetzten SLS mit Thomas Jäger, Alexander Roloff und Jan Seifert vorbei. Er ist nicht zu halten. Pech für Rowe, dann nach gut 2 Stunden auf Rang 2 liegend ein Reifenschaden. Er bedeutet das frühzeitige Aus. Der Phoenix Audi mit der Startnummer 15 erzielt am Ende einen neuen Distanzrekord von 29 Runden und holt den 2. Gesamtsieg 2012. Marc Bazeng ist kurz zuvor auch noch zum 1. Mal Vater geworden und er hat geheiratet. Das nennt man einen Lauf. Triumphe auf ganzer Linie. Bei mir läuft es momentan, muss man ganz klar so sagen. Von der Position 12 sind wir schon mal 24-Stunden-Rennen gestartet. Scheint irgendwie nicht so verkehrt zu sein für uns. Doch für Audi im Allgemeinen ist die Party mit den 2 Phoenix Racing-Saisonsiegen noch nicht zu Ende. Die beiden Siege von Phoenix, das war natürlich schön. Ich meine, Phoenix ist hier eine etablierte Größe. Und von dem her hat es mich natürlich unheimlich gefreut, dass sich jetzt auch mal ein zweites Team mit in die Siegerliste eingetragen hat, das Team Räder. Der Räder Audi steht beim 8. Saisonlauf zunächst gar nicht im Fokus. Zurückhaltung heißt das Motto, denn ganz vorne im Feld ist viel Adrenalin im Spiel. Eine kluge Entscheidung, sich erst einmal aus allem rauszuhalten. Der Mantai Porsche, von der Pole aus permanent in Führung liegend, fährt in die Boxengasse. Dann kommt Marc Bazeng angeflogen im Phoenix Audi und er überholt tatsächlich kurz vor der Tempolimitgrenze. Bei der Boxeneinfahrt wollte ich bremsen, aber das Bremspedal, der Druckpunkt war irgendwo in der Mitte, nicht da, wo ich ihn erwartet habe. Das Auto wollte nicht so verzögern, wie ich gedacht habe. Musste halt dann nach links ziehen, um den wirklichen Unfall zu vermeiden. Habe ihn dann leider noch ein bisschen gestriffen. Ich hoffe, dass da auch nichts dran ist. Tut mir furchtbar leid, sollte nicht vorkommen und im Profi schon gar nicht passieren, aber manchmal passiert sowas halt. Also wieder her mit dem alten Panzerklebeband. Ohne das gibt es kein VLN-Rennen. Unser Rad war kaputt, die Aufhängung ist leicht verbogen, unsere Spur steht daneben und ja, wir hoffen, dass wir jetzt das Rennen noch weiter ohne weitere Beschädigung beenden können. Dem Mantai Porsche wird auch nach dem Boxenstopp nichts geschenkt. In der Einfahrt Nordschleife überholt Frank Stippler Timo Bernhard und das mit einem gewagten Manöver über die Curbs. Durch eine kluge Renn- und Boxenstrategie ist der Räder R8 an die Spitze gekommen. Frank Bieler, Thomas Mutsch und Christian Hohenadel bleiben fehlerlos. Ein grandioser Sieg nach einem bis dahin 10 Saisonverlauf. Die Räderjungs waren von Saisonbeginn an schnell, hatten aber viel Pech mit technischen Gebrechen und Unfällen. Das gilt auch für das 24-Stunden-Rennen. Erst im 5. Saisonlauf ist der Knoten geplatzt, mit Platz 3 in der Gesamtwertung. In Lauf 7 wird der Räder R8 Gesamtzweiter. Diesmal reicht es für das Sahnehäubchen. Wir haben dann auch wieder im Pulk festgehangen, kamen nicht vorbei, haben die Strategie komplett umgeschmissen, haben eigentlich diesen kurzen Stint, der normalerweise am Ende gefahren wird, einfach an Anfang gelegt und haben dadurch dann dementsprechend frei fahren können. Nicht unerwartet ist Mantai Racing wieder einmal das stärkste Porsche-Team in der VLN. Langstreckenmeisterschaft mit 2 Siegen in den Saisonläufen 2 und 3. Beide Siege werden unter roter Flagge eingefahren. Mitte April legt ein Hagelschauer im Bereich Wippermann das Rennen lahm. Mantai gewinnt vor dem Schubert Z4 mit Hürtgen, Schwager und Ardorf. Ja, es hat irgendwann stark angefangen zu regnen, Streckenabschnitt Wippermann. Hinter mir ist der Alfred Heger noch ganz böse abgeflogen. Also es war wirklich super kriminell draußen, es war die richtige Entscheidung abzubrechen. Gleich auf Sport 1. Ein Ex-Formel-1-Star fährt VLN und Saisonbeginn mit Hindernissen, aber auch mit knallharten Duellen.